Schön, dass du wieder mit dabei bist. Letzte Woche habe ich in meinem Zoom-Live-Kurs eine Übungssequenz unterrichtet, die den Teilnehmern mehr Beweglichkeit schenkt. Und das ist so gut angekommen und deshalb habe ich heute das Video für dich gedreht. Es sind 4 Übungen, die du dynamisch üben wirst, jeweils für 2 Minuten. Und ich empfehle dir, dieses Video auch regelmäßig zu üben und damit kannst du deine Beweglichkeit steigern. Du kannst direkt mit starten. Die erste Übung, das halbe Boot. Dazu beugt die Beine, Schienbeine parallel zum Boden. Und was du machst, ist folgendes. Bring das rechte Bein über das linke, zieh die Füße auf den Boden, atme aus, verbeug dich. Das ist die Sequenz. Einatmen, zurück, linkes Bein über das rechte, ausatmen, kipp nach vorn. Einatmen, halbes Boot, rechts über links. Und das machst du für dich die nächsten 1,5 Minuten. Schau, dass die Atmung ganz ruhig und gleichmäßig ist. Und lass deinen Körper Zeit, um in die Dehnung zu gehen. Einatmen, kommst du immer wieder zurück ins halbe Boot. Und mit der Ausatmung kippst du in die Vorbeuge. Schau, dass du auch die Knie großzügig zu dir heranziehst. Das ist eine schöne Möglichkeit jetzt, um die Bauchmuskulatur zu kräftigen. Und in der Vorbeuge hast du eine wunderbare Dehnung im unteren Rücken. Noch 1/2 Minute. Schau, dass du die Schulter nach hinten ziehst. Du kannst auch mal die Augen schließen. Du kommst in deinen eigenen Flow. Das ist eine Übungsserie, die lohnt sich morgens zu üben oder auch mal abends. Das kannst du schön abschalten. Und dann geht's einatmend wieder zurück. Noch 2 Mal. Und dann richtest du dich wieder auf. Du kannst jetzt einfach mal die Beine ausstrecken, die Füße ein bisschen nach links und rechts schaukeln, nach vorne und nach hinten. Für die nächste Sequenz kannst du dich gerne erhöht setzen auf eine Decke. Nennt sich der Kamelritt. Du hast die Füße voreinander abgelegt, sitzt bequem und aufgerichtet. Die Hände locker auf die Knie bringen. Zeit läuft. Mit einer Einatmung gehst du in eine leichte Rückbeuge, heb das Herz an, ausatmen, kipp so leicht nach vorn, der Rücken wird rund. Einatmen, Rückbeuge und wieder rund werden, atme aus. Das ist deine Aufgabe für die nächsten reichlichen 1,5 Minuten. So wie Katze und Kuh, nur im Sitzen. Schau, dass die Bewegung sich deine ganze Wirbelsäule ausbreiten kann, von der Basis, von der Lendenwirbelsäule, über die Brustwirbelsäule hoch in die Halswirbelsäule. Und wenn du das jetzt übst, wirst du feststellen, dass die Beweglichkeit sich im Körper verbessert. Diese Wellenbewegung deiner Wirbelsäule ist wirklich so ein Klassiker im Yoga. Vielleicht wirkt das ein bisschen langweilig für dich, aber für deinen Körper extrem wertvoll. Noch 1/2 Minute. Bleib ganz bei dir, du kannst auch mal die Augen schließen. Kannst über die Nase einatmen und über die Nase ausatmen. Und wenn du das Video für dich öfters übst, findest du auch den passenden Rhythmus. Du kannst schneller werden oder langsamer. Passt das einfach auf deine Bedürfnisse an.
Sehr gut. Komm wieder zurück. Streck nochmal die Beine aus. Bring ein bisschen Bewegung in die Füße zurück. Übst heute alles mal im Sitzen. Ja, und für die nächste Sequenz kommen wieder eine aufgerichtete Sitzhaltung. Starten bei 0. Hände locker abgelegt. Schau mal zu mir. Die Wirbelsäule ist aufgerichtet und es entsteht so ein Kreisen aus dem Becken. Kannst direkt mitüben für die nächsten 2 Minuten. Die Hände sind locker auf deinen Knien abgelegt. Schau, dass die Schultern hinten bleiben. Du wirst jetzt nicht rund im Rücken, sondern dein Rücken ist lang. Und je nachdem, wie beweglich, wie offen deine Hüfte ist, lass die Kreise größer werden. Wir werden jeweils 1 Minute üben und dann gleich die andere Richtung. Gib mal die Mundwinkel an. Freu dich über deine Körperarbeit. Und jetzt kommst du zurück in die Mitte und es geht in die andere Richtung. Sei ganz großzügig mit dir. Das sind Übungen. Es lohnt sich auch, etwas Musik für dich zu Hause laufen zu lassen. Das ist eine Routine, die du ganz schön auch in deinen Alltag integrieren kannst. Noch 1/2 Minute. Übungen, um deine Beweglichkeit zu verbessern. Setzt natürlich eine Regelmäßigkeit voraus. Ja, und jetzt kommst du wieder zurück in die Aufrichtung. Die letzte Übung, die hat es in sich, ist mein Favorit. Bring mal die Fußsohlen zusammen für Baddha Konasana. Du hast die Hände aufgestellt neben deine Hüfte. Komm auf die Fingerkuppen. Deine Hände bleiben hier, du ziehst die Schultern nach hinten, atme aus und du kippst aus dem Becken nach vorne, dein Rücken ist lang, einatmen nach oben, Achtung, grätsche, ausatmen, ohne dass du die Hände verwendest, einatmen nach oben, Baddha Konasana, ausatmen, einatmen, dich wieder aufrichten, ausatmen, grätsche, kippst direkt nach vorn. Einatmen, ausatmen. Vielleicht bist du noch ein bisschen steifer und es geht nicht so weit nach vorn, das ist ganz normal. Aber es sind Schlüsselübungen für dich, um die Beweglichkeit zu verbessern. Du hast noch reichlich 1 Minute vor dir. Das Besondere an dieser Sequenz ist, du hast eine gute Dehnung deiner Adduktoren, aber auch deiner Beinrückseite, der Hamstrings, Gesäßmuskulatur. Und die Hüftbeuge kannst du gleichzeitig aktivieren, indem du die Hände heute mal weglässt und gegen die Schwerkraft arbeitest. Noch 2-mal. Und du merkst, Yoga muss nicht schwer sein. Yoga kann Spaß machen. Yoga ist ganz vielseitig. Komm bequem zum Sitzen. Ja, und du siehst, so schnell sind 8 Minuten vorbei. Wenn dir das Video gefällt, übe es mehrfach. Teile es gern mit deinen Freunden. Wenn du Yoga mit mir mal live üben möchtest, montags über Zoom, freue ich mich natürlich. Es ist die schönste Form, um Yoga regelmäßig zu praktizieren, Fortschritte zu machen. Alle Informationen findest du hier. Ein ähnliches Übungsvideo findest du hier. Ich wünsche dir einen wunderbaren Tag. Wir sehen uns wieder auf der Matte.